In diesem Video werde ich dir die drei häufigsten Fehler von Oberstufenschülern beim Lernen verraten. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Und heute sprechen wir über die drei größten Fehler, die die meisten Schüler beim Lernen machen. Und das ist im allerersten Punkt mal auswendig lernen, statt es wirklich zu verstehen. Und das ist wirklich die grundlegende Sache, die ganz, ganz entscheidend ist, dass ihr die einmal wirklich verstanden habt. Es bringt euch natürlich kurzfristig was, Dinge auswendig zu lernen. Und es ist manchmal auch ein bisschen einfacher. Denkt man zumindest sehr lange. Und der Grund, warum die meisten von euch noch auswendig lernen, hat eigentlich den Grund, dass man einfach in der Unterstufe, in der Mittelstufe sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach damit durchkommt. Und das kenne ich auch von mir selbst. Ja, irgendwie da ist noch eine Bio-Abfrage und so weiter. Du stellst dich irgendwie kurz 10 Minuten irgendwo in die Ecke, klatscht dir 10 Fachbegriffe in den Kopf und kriegst dann irgendwie eine 2+ dafür. Das funktioniert sehr lange, und gerade wenn ihr in der Oberstufe seid oder dann noch in der Abiturvorbereitung, wird das nicht mehr so gut funktionieren. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist. Ich sage auch nicht, dass niemand mit auswendig lernen gute Noten schreiben könnte, sondern es ist einfach so, dass ihr in den allermeisten Fächern wesentlich besser daran tut, es einfach wirklich zu verstehen. Weil der Grund, warum viele es nicht verstehen wollen, ist der Grund, dass Verständnis erstmal eine tiefer gehende Sache ist, als auswendig zu lernen, und alles, was tiefer im Gehirn verankert wird, braucht im ersten Moment mal mehr Arbeit. Ja, ihr kennt das selbst, ich kann mir irgendwie eine, keine Ahnung, 10 Wörter kann ich mir relativ einfach irgendwie, ja, irgendwie versuchen einzuprägen, ohne irgendeinen Kontext dazwischen zu haben, aber um nun mal einen Prozess in Biologie, in Physik, wie auch immer, wirklich verstanden zu haben, muss ich mich schon wirklich konzentrieren. Das Schöne ist aber, dass ab dem Zeitpunkt, wo du eine Sache einmal verstanden hast, du sie nicht mehr vergisst. Das ist so entscheidend, das wird so unterschätzt, weil wenn wir jetzt einfach mal nur den Lernprozess anschauen. Ja, wir stellen uns auf der einen Seite vor, Person A versteht es wirklich und Person B, also Person A lernt es auswendig und Person B versteht es wirklich. Ja, dann wird Person A am allerersten Tag wesentlich weniger Aufwand haben, ja, weil sie sich einfach nur ein paar Fachbegriffe einmerken und irgendwie die Reihenfolge einigermaßen irgendwie abspeichern, und dann kann sie das ihrer Wahrnehmung anschauen. Die Person, die das verstehen will, die muss sich wirklich nochmal genauer mit einzelnen Komponenten auseinandersetzen, muss wirklich verstehen, okay, warum führt das eine zu anderen, wie sind die einzelnen Synergieeffekte, was für Person B am ersten Lerntag erstmal wesentlich mehr Anstrengung erfordert, auch einfach in der Mitarbeit einfach eine höhere Form an Engagement. Aber ab dem Zeitpunkt, wo Person B hier das wirklich verstanden hat, kann sie über den ganzen Zeitraum bis wirklich auch zur Klausur immer auf dieses Verständnis zurückgreifen und muss nur gegebenenfalls mal nach ein paar Tagen Dinge noch mal ein bisschen auffrischen. Person A, die es auswendig lernt, muss das jeden Tag wieder wiederholen, damit das nicht aus dem Kopf rausfällt. Ja? Es gibt in der Psychologie so eine Vergessenskurve, die sozusagen besagt, dass eigentlich, wenn du irgendwas gelernt hast, du nach einer Stunde, ich weiß nicht genau, irgendwo stand, nur noch 80% davon kannst. Ja, das heißt, stell dich auswendig lernen ungefähr so vor, ihr müsst die ganze Zeit, ihr packt was in euren Kopf rein und es fällt die ganze Zeit wieder raus und müsst die ganze Zeit wieder zurückschicken, die ganze Zeit wieder zurückschicken, die ganze Zeit wieder zurückschicken. Das ist super anstrengend. Hingegen, wenn du einmal irgendwas tiefer in deinem Kopf quasi installiert hast, ja, musst du euch ab und zu noch ein Software-Update machen, aber mehr ist es dann auch nicht mehr. Deswegen unbedingt fangt an zu verstehen und nicht mehr auswendig zu lernen. Das bringen wir auch ganz, ganz stark bei unserem Traumabitur-Coaching bei. Da geben wir eben, denken viele mal, nicht super komplexe Lernstrategien mit, die keiner versteht, sondern wirklich simple Lernstrategien, die fächerspezifisch extrem gut funktionieren und vor allem dafür sorgen, dass du es wirklich verstehst und nicht eben nur auswendig lernst, weil das bringt dir vor allem halt hinsichtlich der Nachhaltigkeit in Bezug auch auf die Abiturvorbereitung dann relativ wenig. Dann, der zweite Fehler, den sehr, sehr viele beim Lernen machen, ist, sie haben keinen ruhigen Arbeitsplatz. Egal wie gut deine Lernstrategie ist, egal wie hoch deine Motivation, wenn du ständig abgelenkt bist, wenn Dinge von außen immer wieder auf dich zukommen, du nicht genau weißt, wo deine Stifte sind, all diese Sachen, es wird dich immer wieder aus diesem Lernrhythmus rausbringen. Deswegen bitte, fangt niemals an, irgendwie, was weiß ich, im Bett zu lernen, mit Freunden zu lernen, die nicht wirklich auch lernen wollen. Ja, lasst all diese Sachen weg, spart euch das, genießt lieber so die Zeit im Bett, genießt lieber so die Zeit mit euren Freunden. Und wenn ihr sagt, ihr wollt lernen, setzt euch konsequent an euren Schreibtisch, sorgt dafür Ruhe, dass eure Eltern nicht die ganze Zeit reinkommen, dass ihr euch dann eben auch wirklich konzentrieren könnt und eben auch genau das euch aneignen könnt, was ihr in dem Moment euch aneignen wollt. Und der dritte Fehler, den Schüler sehr, sehr oft beim Lernen machen, ist es zu springen. Das kennt ihr vielleicht, es ist gerade eine Matheaufgabe, die ersten zwei Aufgaben liefen ganz gut und die dritte wird ein bisschen kniffliger. Und man sitzt dann ein bisschen länger dran, als man vielleicht eigentlich vorhatte, und hat dann irgendwie das Gefühl, ja, ich komme da nicht drauf, und springt zur nächsten Aufgabe. Oder man springt sogar zur nächsten Hausaufgabe, also zum nächsten Fach. Das kann ich total gut nachvollziehen, weil oft ist es so, dass wenn wir irgendwie das Gefühl haben, boah,
jetzt geht es ja irgendwie nicht weiter. Ja, was macht man dann? Man springt zur nächsten Sache weiter, weil man das Gefühl hat, da wird das Ganze dann einfacher. Und vielleicht ist es auch erstmal ein bisschen einfacher, aber das Problem von davor wurde immer noch nicht gelöst und du musst es eh dir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal anschauen. Und wenn es zur Gewohnheit wird, immer dann zu springen, weiterzugehen, zum nächsten Fach, zur nächsten Aufgabe, wenn es ein bisschen schwieriger wird, wirst du am Ende das Gefühl haben von deiner Lernsession oder von deinem Tag, du hast super viel geschafft, weil du 80 bis 90% aller Aufgaben meinetwegen auch fertig hast, aber die wirklich wichtigen, die wirklich kniffligen Aufgaben, wo du noch was gelernt hättest, die sind alle offen geblieben. Und was daraus resultiert ist, dass du ganz, ganz viele Dinge, die du ohnehin schon konntest, einfach nur nochmal gemacht hast, wodurch nahezu kein Lerneffekt entstanden ist. Und die 10, 20% der Aufgaben, wo du wirklich was gelernt hast, wo du einfach nochmal von deinem Skill-Level in dem jeweiligen Fach auf ein wirklich höheres Level gekommen wärst, die hast du alle ausgelassen. Deswegen ganz, 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 ganz wichtig, fangt an, die Dinge zu verstehen, sucht euch einen ruhigen Platz, wo ihr das Ganze wirklich machen könnt und unbedingt, 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 geht durch die Punkte durch, wo es richtig, richtig schwierig wird. Weil immer da, wenn es schwierig wird, habt ihr was noch nicht verstanden. Und wenn ihr es dann verstanden habt, dann habt ihr eben auch einen Fortschritt gemacht. Und in allen anderen Aufgaben, wo ihr durchgegangen seid und ihr konntet es eh schon, ist eigentlich auch kein wirklicher Lerneffekt entstanden. Deswegen, denkt an diese drei Punkte, wenn ihr das nächste Mal beim Lernen seid. Wenn ihr weitere Lernfehler vermeiden wollt und lernen wollt, wie man richtig lernt, dann kommt sehr gerne bei uns ins Traumabitur-Coaching. Einfach der erste Link unten in der YouTube-Beschreibung. Einfach mal kostenlos, unverbindlich bewerben. Du bekommst dann einen persönlichen Anruf von meinem Team, die einfach mal kurz mit dir durchsprechen werden. Hey, was sind gerade eigentlich deine Probleme? Wo willst du hin? Wie können wir dir da weiterhelfen? Und dann können wir eben auch schauen, was wir da im Sinne eines Coachings für dich bewerkstelligen können. Deswegen, in diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.